Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marshmap. Wie ihr seht, ja, ihr seht Bierfässer und Bierkästen, aber soweit sind wir noch nicht. Nein, das kommt erst wahrscheinlich morgen. Ich wollte euch nur schon mal zeigen, ich habe es geschafft. Map Version 2.0 ist eigentlich wirklich, ich würde sagen, fast veröffentlichungsreif. Einen kleinen Test muss ich nochmal starten am nächsten Tag, aber es sollte soweit sein, dass wir das Freitag ja, sozusagen veröffentlichen können und auch ihr dann natürlich in den Genuss kommt der neuen Produktionsstätten hier auf der Map, die ich dann morgen übermorgen in Ruhe vorstellen will. Heute machen wir auf jeden Fall weiter da, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, und zwar, wenn ich richtig sehe, genau, ja, das werden wir hier wahrscheinlich nicht brauchen, das Ganze. Helfer gleich wieder losschicken. Ja, dann machen wir nämlich immer noch bei der großen restlichen Maisernte hier. Natürlich erst einmal vielen, vielen Dank für alle Kommentare da so in den letzten Folgen, wie man das besser machen kann, wie man es besser machen sollte. Ja, wie ihr auch schon sehen, genau mit dieser Technik hier sind wir ein bisschen produktiver geworden. Der Haufen sieht auch schon noch mittlerweile im kleinen Silagehaufen aus. Wir werden das jetzt hier noch restlich natürlich zuschütten. Bisschen verteilen. Okay, das war's an der Stelle. Also noch mal ein bisschen weiter hier hin. So, und dann machen wir das natürlich hier gleich wieder mit dem Cosplay-Abfahrer einstellen und weiterfahren. Schnappen wir uns gleich den nächsten. Dann geht's zum Feld. Ich glaube, da war nur noch eine Bahn oder so über, ne? Wenn ich richtig entsinne, viel war es nicht. Schaffen wir es tatsächlich hier mal so ein Silageberg fast voll zu kriegen. Ein bisschen Luft haben wir noch vorne, können wir noch zweimal abkippen oder so. Stimmt. Na, ein Stück. So, so ist es ganz gut, ne? Abfahrer einstellen. Weiterfahren. So, unser Häcksler. Na, guck mal, der ist auch echt nice hier, ne? Verdichtet hat er ganz gut, 93%. Achso, der hat aktuell keinen Kurs. Machen wir später, wenn wir fertig sind mit dem Haufen. Guck mal, ja. Der fährt zurück zum Feld. Dann können wir hier ja einen Helfer einstellen. Aktuell habe ich ja den AI-Vehicle-Extension-Mod nicht mehr drin, daher laufen die Helfer besser. Wir müssen gleich drüben das Feld hier vorne noch ernten. Das glaube ich kippen wir aber beim Hof ab. So, den hatten wir schon wieder zurückgebracht, weil wir dachten, das schafft schon der eine Drescher hier alleine. Dann haben wir hier eine dicke, dicke Ladung Roggen. Das heißt, wir können eine Menge Mehl-Roggenpaletten herstellen. So, ganz gut, das können wir direkt hier drin lassen eigentlich. Was ist los? Fährt er nicht? Ist er voll? Ne, er wendet. Ist nur ein bisschen langsam. Ja, den Stroh, den wir hier auf dem Feld haben, den werden wir wohl nicht wiedersehen. Ich weiß nicht genau, haben wir was auf Lager an Stroh? Es würde sonst Sinn machen, dass wir eine Ladung oder so uns auf Lager kippen. Gar kein Stroh auf Lager. Und wie sieht das gut bei dem Mischungsfabrik? Also hier ist ordentlich Mischfutter auf jeden Fall am Start. Da ist alles leer. Ja, wir haben genug Mischfutter. Ne? Also wenn wir die gerade zurücksetzen, sind die Felder ja wieder standardmäßig. Also wir haben ein Weizenfeld und ein Gerstefeld nach dem Map zurücksetzen. Also wir müssen den Stroh hier nicht einsammeln und ich würde es auch so den Stroh dann zurücksetzen, dass wir da sozusagen wieder, dass hier nichts mehr liegt auf dem Feld. Nach vorne ein schönes Hopfenfeld, das wäre natürlich interessant für die nächste Version. Aber so viel Geld haben wir nicht, nicht ganz. Ach stimmt, da hat er ja eigentlich auch einen Abfahrhelfer hier drin.
Man muss natürlich sehen, wie lange das dauert, das kleine Feld gleich zu häckseln. Weil das möchte ich auf jeden Fall heute schaffen. Dann fahren wir nochmal ein Stück vor. Und dann glaube ich, wird er schon leer hier in der Länge. Na, guck mal, den Abfahrer können wir entlassen. Fahren wir hier oben raus. Das kleine Feld, ne, das wird schnell gehen. Ich glaube, das müssen wir jetzt heute in einer Folge durchziehen. Helfer B und Helfer J haben die Arbeiten jeweils erfolgreich erledigt. Das ist doch schön. So, hier kommen wir dann gleich an mit dem Häcksler. Setzen dann Helfer ein und schicken ihn erstmal in die Richtung los. So, sofort abfahren, sagen wir ihm. Dann fährt er Richtung BGA. Fährt danach wieder zurück. Ne, fährt er nicht. Er wartet da natürlich. Ja, und ich glaube, dann haben wir genug bei der BA. Der Rest kommt zum Hof. So, was dann für die Zukunft für die Mischfutterfabrik für die Tiere gedacht ist. Das lohnt meist gar nicht. Wir klappen das ganze Gerät zusammen, ne? Bevor er nämlich mal anfängt und zusammengeklappt ist, sind wir auch schon wieder da. Nein, das macht keinen Sinn. Das lassen wir. So, springen wir einmal rüber. Ups, bisschen langsamer das Ganze. Na, vorne müsste er wenden können eigentlich, ne? So, 30% eine Bahn. Ah, da steht so ein blödes Schneidwerk. Hier, Schneidwerkswagen im Weg. Da würde ich sagen, schicken wir den in diese Richtung wieder los. Da hinten kann mich dann auch wenden. Das passt schon. Eigentlich können wir das auch komplett selber abfahren hier, ne? Brauchen wir nicht noch groß mit Crossplay arbeiten. Ja, Restmais beim Hof. Dauert noch ein bisschen. So, das passt aber ganz gut jetzt hier mit 99% direkt hier rüber und abkämmen. Besser kann es ja nicht laufen.
Ja, ich denke, wir werden das nachher dann auch irgendwie nochmal zusammenschieben. Ich mache erstmal den Standard-Abkipper hier. Ganz entspannt auf die Länge. Ja, fahren wir direkt wieder rückwärts zum Häcksler. Ja, weiter geht's. Sehr schöne Wendung. Gucken, wie lange es dauert, diese eine Feld hier fertig zu kriegen. Ich glaube, die Folge, ne, wird heute ein bisschen länger werden. Wird natürlich auch diejenigen freuen, die vor kurzem erst geschrieben haben, macht doch mal längere Folgen. Macht doch mal 25 Minuten Folgen oder so. Heute wird es ein bisschen länger werden. Aber dafür gibt es auch keine zwei Folgen heute. Morgen wohl auch nicht, Freitag auch nicht, Samstag und Sonntag denke ich wieder. Denn ist nämlich die Map-Version 2.0 produktiv sozusagen. Da werden wir schön Bier brauen und mal sehen, was sonst noch so Neues auftaucht. Und vor allem an Verbesserungen, Fehlerbehebungen. Du hast so einiges zusammengekommen jetzt in den letzten zwei Wochen. Wollte gerade sagen, genau, den Drescher müssen wir gleich nochmal sehen. Der wird da hinten noch so ein kleines Stück über haben. Ein bisschen Rocken ist also noch da. Ein bisschen zu nah wieder reingefahren. Ein bisschen zu weit weg. So, es war aber auch echt anstrengend, muss ich euch sagen. Map-Version 2.0, die Bierproduktion, die ich dann ja morgen vorstellen werde. Hängt noch einiges dran sozusagen. Also viele Füpselarbeit, viel Kleinkrams. Macht auf jeden Fall Laune, macht Spaß, dass es jetzt alles soweit funktioniert. Bin gespannt, ob es bei allen anderen auch funktioniert. Das ist ja manchmal auch so ein Phänomen. Noch kurz vor Veröffentlichen irgendwie einen Bug einbauen, damit es nicht funktioniert. Natürlich nicht absichtlich, aber kann immer passieren. Es gibt auch eine Menge Sachen, die viele Leute testen können, sozusagen, ob alles funktioniert. Ich habe mal doch eine recht lange Liste aufgeschrieben, sozusagen, damit ich nachher überhaupt noch alles zusammenkriege, was sich verbessert hat auf der neuen Map-Version. Sonst ja, vergisst man nachher doch die Hälfte. Aber dazu morgen mehr. Wir werden morgen noch nicht alles groß antesten können, aber zumindest vorstellen und eine Zusammenfassung wird es geben. So, nächste Ladung voll. Oh, das fällt ja auch schon fast zur Hälfte weg. Vier Ladungen ungefähr, 200.000-300.000. So, ab durch die Baumhecke hier, ganz unauffällig. Hat funktioniert, hat keiner gesehen.
Ja, da werden wir natürlich auch noch das Silo verdichten. Oben. Und unten bei der BGA Süd. Da muss aber der Traktor nur ein paar Mal noch auf- und abfahren. Dann ist das alles verdichtet. Die Folge gestern war auch schon recht lang, ne? Ich kann euch sagen, unsere neue Version, das wird dann erstmal wieder ein paar kürzere Folgen geben. Zur einen Seite wollen wir natürlich ein bisschen was schaffen hier. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht ganz so viel Zeit und machen da jeden Tag 20, 25 Minuten Folgen. Im besten Fall noch eine halbe Stunde, weil hier die Ernte wird ja auch noch ein bisschen dauern. So, weiter geht's. Nächste Runde. Ja, vielleicht sollten wir doch gleich nochmal einen Abfahrhelfer hier irgendwie einen Kurs aufnehmen lassen. Wir können nämlich in der Zwischenzeit den Drescher da aufräumen, den anderen Anhänger aufräumen. Ich glaube, das machen wir auch. Wird natürlich die Ernte hier ein bisschen langsamer, aber wir haben das andere zumindest schon vorbereitet. Auch Roggenmehlpaletten sollen wir im großen Stil herstellen ab morgen. Mal sehen, dass es auch funktioniert jetzt. Nochmal ordentlich Mehlpaletten, aus denen wir dann Brot machen können. Dass zumindest hier Brotproduktion die ganze Zeit läuft. Das war dann jetzt seine Ambition, warum fängt er nicht an umzudrehen hier. Weiß er selber nicht. Dann hoffe ich natürlich, dass diese Folge heute mal, ich meine, ich bin jetzt nicht ganz so gesprächig, glaube ich, aktuell, aber ich habe auch heute echt schon, ich glaube, 5 Stunden ungefähr in der Map rumgebastelt und freue mich natürlich auch selber auf Map-Version 2.0. Wir müssen aber natürlich noch die Mais-Aktion hier zu Ende machen. Auch wenn ich natürlich jetzt gerne schon was anderes testen würde, euch vorstellen würde, Abfahrer entlassen. Da muss man einen neuen Kurs hier aufzeichnen. Start. Fahren wir einmal um Kuhstall rum. Ja, eine 30-Minuten-Folge will ich eigentlich echt ungern machen. Aber es kann sein, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert hier beim Abfahren. So, machen wir mal und dann Abfahrer einstellen.
machen wir erstmal sofort abfahren. Dann fährt er nämlich einmal durch, kommt aber wieder. So, dann gucken wir mal weiter, ne? Also. Er hier. Macht aber auch keinen Sinn jetzt. Machen wir erst in der nächsten Folge. Er soll nur einmal abkippen hier. Dann müssen wir es noch wieder ein bisschen zusammenschieben, ein bisschen reinschieben ins Silo. Ja, jetzt steckt er im Verkehr fest. Das war ja ein toller Plan, wa? Hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, scheinbar. Ja, den können wir auch beim nächsten Mal aufräumen, ne? Aber was ich nämlich eigentlich wollte, war zu ihm hier. Und ihm nochmal umdrehen und hinten den Rest dreschen lassen. Naja, das Aufräumen wird noch ein bisschen dauern. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt doch einen Cut. Das soll es mal für heute gewesen sein. Wie gesagt, eine halbe Stunde Folge mache ich nicht. 25 Minuten auch nicht ganz. Es gibt morgen 2 Folgen um 12 Uhr. Noch hier auf der alten Version und ab 15 Uhr dann auf der neuen Version. Also bis dahin. Schönen Tag euch noch. Schönen Abend und tschüss.